Erstens, eigentlich das Letzte, was hier stattfindet. Am 5. Juli haben wir die Finissage von dieser aktuellen Ausstellung. Und das ist auch der Abschluss vom aktuellen Kuratorium von Miriam Beyerdörfer und Franz Kräbühl. Und das ist für uns alle ein wichtiger Tag. Bevor der 5. Juli ist, hat es noch zwei Veranstaltungen. Das eine ist Freitagabend, morgen. Und am Samstag, um 17:30 Uhr, findet da innen noch eine Lecture Performance statt. Gehst du mal in Fahrrad? Wir haben das Veloflicken und das findet jeden Donnerstag statt. Man muss sich vorher anmelden und dann kann man sein Velo flicken und wir helfen, stellen die Werkstatt zur Verfügung und helfen einem natürlich, erklären das Zeug. Und das kostet? Oder? Kostet 15 Franken in der Stunde. Ja. Materialkosten bei Tagen? Ja, wenn man Bremsklötze braucht, muss man die natürlich auch noch zahlen. Aber ja, es ist 15 Franken in der Stunde, um die Werkstatt zu brauchen und unsere Hilfe. In der Regel immer vor der grossen Sommerferien ein ganz grosses Fest mit allen Gruppen, mit allen Eltern und Geschwistern. Und dieses Jahr verzichten wir auf das grosse Sommerfest wegen dem Coronavirus. Für die Eltern gibt es in den letzten Wochen vor der Sommerferien jeweils einfach einen kleinen Apéro über den Mittag. So einen Corona-schutzkonformen Apéro. Gar kein Abschied wäre jetzt wie auch nicht. Ja. Hallo Mira. Von der Vergangenheit in die nähere Geschichte. So, jetzt sieht man es auch. Das Film am See ist nicht meine Veranstaltung. Also wirklich, ich bin seit Anfang an dabei als Filmvorführer beim Film am See. Und wir sind die AG Film, die das jedes Jahr organisiert. Immer Juli, August, meistens am Donnerstag. Das Jahr immer am Donnerstag, aber das kann sich das nächste Jahr wieder ändern. Und das passiert hier auf dem grossen Platz vor dem Ziegel. Und das ist natürlich toll, wenn man so eine Veranstaltung macht, dass man entsprechend gute Beiz dazu hat, mit einem feinen Menü vor dem Film und mit einem guten Bier oder was man will während dem Film. Also ist ich bin einfach so froh, dass ich hier stehe und dass es das Projekt immer noch gibt und die Freude haben immer noch dran. Ja. Also, und es ist schon sehr viel engagiert drin. Wir haben können, was haben wir noch gehabt? Im Februar noch die Versammlung gehabt, wo wir Demokratie, hat das glaube ich geheißen, wo wir so viel gute Sachen können erleben. Also ich hatte den Ernesto Cardinal, ich habe so viele Leute in der Roten Völker erlebt in dieser Zeit. Und das tut einfach so gut. Es gibt einfach Freiraum und Luft. Ja, genau, ja. Gehst du mal in den Fahrrad? Für nachher, wir sind jetzt gerade an einem 5-tägigen Streaming-Festival dran. Also es wird 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, wird live gestreamt da, von da aus. Radio-Streaming? Wir? Radio? Nein. Video. Jetzt sind wir gerade Greenscreen am Aufbauen für eine Action, die nachher passiert. Und wir machen noch von da aus den Ton, vorne Kameraregie und so weiter. Und gleichzeitig zwischendrin soll es Beiträge geben und dann wird einer von diesen Beiträgen die gemacht werden. Jetzt. Habt ihr mich so genervt? Was Kyros Kikos, Leiter des Konzeptbüros in der Roten Fabrik, jetzt etwas im Stress, weil er muss 2 Pakete zur Post bringen. Kyros, schick uns die Postkarte! Ja, wir sind da in der F&F-Schule, die befindet sich auch auf dem Areal der Roten Fabrik. Und da sieht man es im Moment nicht viele da, die dürfen alle freiwillig da arbeiten. Und da kann man einfach mal reinschauen, wie die F&F-Schule von innen aussieht. Normalerweise ist es da alles voll. Kindler. Hallo, hallo! Theodardo! Da oben! Jawohl! Meine Werke zeigen. Ja. Was meinst du? Du bist doch mit deinem Schrank zusammen. Was ist das? Für ein schnell. Du weißt doch alles über diese Projekte. Verschiedene Künstler machen
unterschiedliche Bilder sind alle super schön. Ich finde diese Werk am besten. Ich kann auch erklären, warum. Diese Einfachheit, was Künstler hat hier gearbeitet, ich bin total neidisch. Diese Frau oben, ja. Das ist meins, ja. Das ist eine mexikanische Geschichte. Ja. So, und dann noch eine mexikanische Götterin da unten, auch noch von mir. Und dort das zweite Teil und hier das Bild, das ist eine Familiengeschichte, quasi. Und ich gehe weiterarbeiten. Sehr gerne. Obwohl ja keine Veranstaltungen stattgefunden haben, nix, oder? Da ist das ganze Globerbier von ganz Zürich. Das ist jetzt das Radglober. Das ist sauberer. Ja, das ist die. Nein. Ja, das ist keine Ahnung. Was muss ich sagen? Du landest immer auf dem WC zuletzt. Ich lande immer am stillen Ort. Zuletzt. Zuletzt.